Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern ging mit Patch 1.18 das neue Event rund um die Legende Wraith an den Start. Es gibt noch ein paar Patch Notes, die es vorzulesen gibt. Es wurde ein bisschen was an den Waffen und an Watson geändert. Das möchte ich ganz zum Schluss vorlesen. Ich möchte eine kleine Analyse machen, was das ganze Event betrifft. Ich möchte euch ein bisschen durch das Menü führen, was es im Store Neues gibt, was es für Herausforderungen gibt. Und natürlich möchte ich über den neuen Modus Armed and Dangerous sprechen. Da gibt es nämlich ein bisschen mehr zu erzählen, als dass man nur mit Snipern und Shotgun unterwegs ist. Da sind ein paar Sachen dabei, die sind mir gestern im Stream nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Euch vielleicht auch nicht, deswegen möchte ich darüber reden. Dann gibt es natürlich die neue Zone im Kings Canyon, das Labor, also da, wo Wraith entstanden ist. Da gibt es auch ein bisschen was zu zeigen. Nach dem Intro geht es direkt mit den Infos los. Es lohnt sich, bis zum Schluss dran zu bleiben. Legen wir direkt mal mit dem neuen Modus los. Armed and Dangerous nennt sich der, dass man nur mit Shotguns und Snipern unterwegs ist. Das brauche ich, denke ich, nicht zu erklären. Was aber viel wichtiger ist, wem das vielleicht nicht aufgefallen ist. Ich bin gestern losgezogen, habe verzweifelt nach Rüstungen gesucht. Es gibt nur weiße Rüstung und weiße Helme. Es gibt keine blaue Helme, keine blaue Rüstung und so weiter, aufsteigend bis Gold. Als wäre das nicht schlimm genug, es gibt die nur sehr selten. Man findet wirklich sehr, sehr selten nur eine Rüstung. Gestern bin ich mit meinem Teammate Schwein unterwegs gewesen. Wir haben so selten nur eine Rüstung gefunden. Das ist echt heftig. Zum Ausgleich gibt es zwar öfter mal eine Spritze zu finden, aber im Gegenteil gibt es natürlich wieder die Schildzellen deutlich seltener zu finden. Im Allgemeinen ist im gesamten Spielmodus deutlich weniger Loot zu finden. Das wurde bewusst so gemacht. Der Modus ist scheinbar wirklich was für die krassen Hardcore-Zocker unter euch. Dann ist es auch so, dass es sämtliche Waffen als Gold-Variante gibt. Die einzige Waffe, wo ich es nicht hundertprozentig weiß, ist die Eva 8. Alle anderen habe ich schon in Gold gesehen. Und die Crabber und die Mastiff gibt es zwar auch im Spiel, es soll mal in den gesamten Runden wirklich nur zweimal Loot Drop vom Himmel fallen und die Wahrscheinlichkeit ist wohl am höchsten, eine der beiden Waffen zu finden, wenn der Loot Drop zum Schluss runterfällt. Ansonsten soll die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering sein. Dann gibt es bei der Munition noch eine heftige Einschränkung. Ihr kennt das, wenn ihr Munition aufsammelt, habt ihr, keine Ahnung, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viel man leichte zeitgleich aufsammelt. Auf jeden Fall ist es so, wenn du jetzt ein leichtes Munitionspack aufsammelst, sind dann nur 16 Kugeln drin und man kann sie pro Rucksackslot nur auf maximal 32 stapeln. Danach fängt ein neuer Slot an. Das ist bei der Energiemunition genauso. Man sammelt eins auf, hat dann 16, stapelt bis 32. Bei der schweren Munition ist es so, dass du nur 7 aufnimmst pro gefundene Munitionsart und 14 insgesamt stapeln kannst. Danach geht ein neuer Slot los. Und bei den Shotguns ist es auch 7 und man kann es maximal auf 28 stapeln. Das ist dafür deutlich erhöht. Das war im Grunde alles, was es zu dem begrenzten Spielmodus gibt. Jetzt zeige ich euch erst einmal den Store, was es da inhaltlich alles gibt. Natürlich kennt jeder mittlerweile schon diesen Skin. Geist Wraith nennt er sich, den finde ich ultra, ultra geil. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich mir den zulege, weil ich mir den echt, also der gefällt mir echt mega geil. Dann gibt es für die RE45 einen seltenen Skin, der 500 kostet. Jetzt hat Respawn ja tatsächlich gesagt, die haben ja aus den Fehlern des letzten Events gelernt, das ist alles nicht mehr so teuer. Ja, 500 Coins. Jetzt muss ich wirklich mal negativ was raushauen. Mal ganz ehrlich, wer holt denn sich einen seltenen Skin? Wenn das für 500 ein legendärer Skin gewesen wäre oder wenigstens ein epischer, dann wäre das noch okay gewesen. Aber die feiern sich jetzt dafür, dass die Preise nicht so hoch sind, obwohl das alles nur seltene Skins sind. Naja, das könnte wieder jammern auf hohem Niveau sein, aber ich finde es eigentlich eher schwach, dass sie sagen, sie haben aus den alten Fehlern gelernt. So, dann haben wir hier den Gibraltar-Skin Hardliner. In der Sicht, das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich finde allgemein dafür, dass es seltene Skins sind, finde ich sie gar nicht so schlecht. Auch der Lifeline-Skin gefällt mir eigentlich ganz gut. So, aber jetzt kommen wir Fluch des Pharaos, ein Longbow-Skin. Den finde ich ja mal sowas von richtig, richtig geil.
Ohne Scheiß. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet. Dann haben wir die, die R99, die auch mega, mega geil aussieht. Wieder mit so einem Sheriff-Stern, wie man es von der Friedensstifter kennt. Auch sehr, sehr geil. Rechtsgrundsatz nennt sich dieser Skin. Richtig schönes Ding. Und die Crabber. Von der Crabber. Der Skin ist auch ultra nice. Also die Skins sind alle relativ gold gehalten. Relativ gut. Also fällt mir nichts so ein. Dieser Skin ist wirklich auch einer der schönsten im gesamten Spiel, muss ich sagen. So, kommen wir jetzt direkt mal zu den Herausforderungen, die es so zu meistern gibt. Wir können gewinne 5 Spiele bewaffnet und gefährlich. Es ist halt wirklich der Modus ist wirklich eher was für die Hardcore-Zocker. Dann bekommt ihr auf jeden Fall dieses Abzeichen. Hier müssen wir uns zwar 2 verschiedene Sachen meistern, was jetzt das zweite ist, kann ich aktuell noch nicht sagen. Dann erziele 30 Kopftreffer und ihr kriegt 30 mal Crafting-Materialien. Gewinne ein Spiel, egal in welchem Modus und ihr bekommt diesen Ladebildschirm, den ich ultra, ultra geil finde und meistere 7 tägliche Herausforderungen. Da gibt es einen Skin für die G7 und ich weiß schon aus dem letzten News-Update, was ich gebracht habe, also man muss insgesamt 14 machen, dann bekommt man noch einen G7-Skin und hier ist das glaube ich genauso. Als nächstes möchte ich euch mal schnell das erste Aufeinandertreffen zwischen meinem Squad und dem neuen Bereich, dem Labor, zeigen. Ist auf jeden Fall ultra, ultra lustig und wie erwartet passiert genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber stellt euch einfach mal vor, Bunker nur deutlich größer und gefühlt wollen alle zeitgleich da landen. Und jetzt zieht euch einfach mal rein, was da passiert. Ist auf jeden Fall mega, mega witzig geworden. Danach geht es mit den Patch Notes weiter. Oh, wir fliegen direkt drauf zu. Ich raste aus. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Lass mal hier landen. Du kriegst gleich eine, Alter. Lass mal hier landen. Ja. Lass mal da hinten landen. Lass Hotzone da drüben. Du willst da reinfallen gleich? Leute, was wird das hier? Warum springen wir da rein? Ich will da nicht rein. Hallo? Da, doch, du kommst aber mit. Was machen wir da drin? Fresse halten. Oh, wie sie alle da hin? Was wollen die alle hier? Flatsch gleich in den Kerker rein. Oh, oh, oh. Alter. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? 45 Leute. WTF? Ich hab sie nicht gekriegt. Leck mich am Arsch. Ich seh nix. Wo bin ich? Oh, hier ist ein Zaun. Geht weg. Ey, ich werd geboxt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich seh nix. Oh, hier sind noch mehr. Scheiße. Die boxen sich alle. Es war so klar. Yeah. Alter, was hat man erwartet? Ganz ehrlich. Was hat man erwartet? Ich habe nicht mal eine Waffe gefunden. Oh, ich fuck, ist das finster. Hilfe. Jetzt lese ich euch noch die Patchnotes vor, sind ein paar interessante Dinge dabei. Und zwar bei den Waffen. Erhöhte Projektilbreite bei der Triple Take. Ich muss sagen, ich bin gestern ein bisschen mit der Triple Take unterwegs gewesen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendeinen Unterschied festgestellt habe. Ich habe echt schlecht getroffen. Dann bei den MPs, bei allen MPs, beispielsweise bei der R99, gibt es 2 Visiere, die jetzt nicht mehr kompatibel sind. Das sind wohl hauptsächlich Sniper-Visiere. Nicht mehr kompatibel sind folgende Visiere. Das Dreifach HCOG Visier, ich kann euch jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, welches das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das halboffene lila Visier und das 2- bis 4-fach Zoom Variable ACOG Visier. Es wurde sogar drunter geschrieben, was die Leute sich dabei gedacht haben, warum das geändert wurde. Und zwar ist es ja so, wenn du so einen Mega Zoom auf einer MP hast, hast du A, einen Mega Rückstoß und triffst sowieso nichts. Und deswegen haben die Leute sich gedacht, müllt man sich wohl den Rucksack nicht so extrem zu und wenn man eine Deathbox lootet, hat man mehr Überblick und lootet sich quasi den Rucksack nicht sinnlos voll, weil bestimmte Aufsätze vielleicht nicht passen. So ist quasi das Visier schon mit einem Kreuz markiert und ihr wisst, dass es an eure Waffe nicht passt. Das ist der ganze Sinn dahinter. So, dann haben wir bei der Legende Watson noch eine Änderung und zwar steckt sie jetzt auf ihre Gesundheit 5% mehr Schaden ein. Das heißt, sie hält einfach 5% mehr aus auf die Gesundheit. Ob das jetzt für das Schild zählt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es gilt nur für die Gesundheit. Und bei dem Ulti hat sich was Krasses geändert. Ich habe sie noch nicht so oft gespielt, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Es wird geschrieben, dass man ein Ulti nur einmal einsetzen kann. Man kann einen zweiten erst dann
dann einsetzen, wenn wohl scheinbar der erste nicht mehr existiert. Quasi muss man ihn vielleicht erst zerstören. Ich kann euch das jetzt leider nicht bestätigen. Es stand in den Patchnotes genauso drin. Ich habe es mir einfach auf Deutsch übersetzt. Deswegen gehe ich davon aus, es wird wohl stimmen. Das soll es von dem kurzen Update-Video schon gewesen sein. Hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Bei mir gibt es regelmäßig neue Informationsvideos über Apex Legends. Es kann sein, dass heute vielleicht noch das ein oder andere Video folgt. Ich muss mal schauen, wie ich es schaffe. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.